Hallo, 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 einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir. Seelenfreude Challenge Tag 2. Seelenfreude Challenge Tag 2. Schauen wir mal, wer heute um 21 Uhr hier noch nachteulenmäßig dabei ist. Wenn du mich gut sehen und hören kannst, schenk mir gerne mal einen Daumen hoch, ein Herzlein oder schreib mal ins Kommentarfeld rein. Alles gut, alles bestens. Damit ich das weiß, bevor wir hier loslegen und ich nicht hier vor der Kamera quatsche und du kannst mich gar nicht hören. Liebe Hedwig, schön, dass du dabei bist. Magst du mir mal reinschreiben, ob ich gut zu sehen und zu hören bin, bevor wir starten? Das wäre ganz schön. Ich muss auch morgen Abend mal dran denken, hier meinen, na, wie nennt man das? So eine Halterung hier mal zu installieren, dass ich hier nicht mit dem Handy immer so eine unruhige Hand habe, wenn ich das so lange in der Hand halte. Ich habe schon eine Rüge bekommen von meinem Sohn. Morgen Abend werde ich es einhalten. Jetzt habe ich es mal wieder vergessen. Liebe Hedwig, bin ich gut zu sehen und zu hören? Hallo, lieber Thorsten, schön, dass auch du dabei bist. Also schreibt mir doch mal bitte einer von euch rein, ob ich gut zu sehen und zu hören bin. Es sind mehr Zuschauer da, aber euch beide sehe ich jetzt gerade. Hedwig, alles gut, wunderbar. Ja, ihr Lieben, dann legen wir doch mal los. Seelenfreude Challenge Tag 2. Ich gehe mal von aus, du konntest vom gestrigen Tag ein bisschen was mitnehmen, vom gestrigen Tipp von gestern Abend mal auf eine andere Art und Weise zu Bett zu gehen, mal mit den Gedanken ins Bett zu gehen, was so großartig war. Nimm das gerne auch heute noch mal mit. Also unabhängig von dem, was ich jetzt gerne heute mit dir besprechen möchte, nimm gerne auch noch mal den Tipp von gestern mit auf. Vielleicht magst du es dir auch zur Gewohnheit machen. Das wäre natürlich noch besser. Abends, wenn du zu Bett gehst, den Tag ein bisschen Revue passieren lassen und deine Aufmerksamkeit auf die drei Dinge richten, die wirklich großartig waren. Wenn es nur Kleinigkeiten sind, dass du einfach mit diesen Gedanken, mit diesem wohligen Gefühl, mit diesem Lächeln im Gesicht einfach dann einschläfst. Und heute möchte ich mit dir darüber sprechen, dass Erfolg letzten Endes eine Entscheidung ist. Erfolg ist eine Entscheidung und Erfolg beginnt immer hier in unserem süßen Köpfchen. Erfolg beginnt immer in unserem süßen Köpfchen, beginnt also bei mir, bei dir, bei jedem von uns. Der entsteht nicht im Außen, sondern der beginnt hier in unserem Köpfchen und zwar mit unserer Denkweise. Und irgendjemand, ich weiß nicht, Albert Einstein oder so, keine Ahnung wer, ist ja auch wurscht, passt aber so gut jetzt gerade hier hin, hat mal gesagt, unser Kopf ist rund, damit wir die Denkrichtung ändern können. Unser Kopf ist rund, damit wir die Denkrichtung ändern können. Und mal noch ein Schlüsselsatz dazu. Ich gehe gleich mal noch näher auf diese Dinge ein. Ein Schlüsselsatz dazu ist, dass wir uns im Grunde gegen alles wehren können, was andere zu uns sagen. Aber wir sind machtlos dem gegenüber, was wir selbst zu uns sagen. Wir sind machtlos dem gegenüber, was wir selber zu uns sagen. Das heißt, ich möchte dich dazu einladen, ab heute, ab jetzt, ab diesem Moment, dich darin zu üben, anzufangen, so zu denken und so mit dir selbst zu reden, wie diese Gedanken dich dann eben auch dorthin führen, wo du wirklich hin willst. Dazu einladen, aufzuhören, dich denken zu lassen. Diese unendlich viele Gedanken, die uns den ganzen Tag durch den Kopf schwirren, sind zum großen Teil, ich glaube zu 99% kann man fast sagen, wenn du es dir nicht schon angeeignet hast, nicht deine eigenen Gedanken. Wir werden gedacht, irgendwo kommen ständig Gedanken her, ziehen weiter und mit diesen Gedanken gehen wir in Resonanz und mit unseren Gedanken und nichts, mit nichts und niemand anderes erschaffen wir uns unsere Lebenswirklichkeit im Außen. Nochmal mit unseren Gedanken
Und mit nichts und niemand anderem erschaffen wir uns unsere Lebenswirklichkeit im Außen. Jeder von uns. Du, ich, jeder von uns. Und alles fängt einfach mal mit unseren Gedanken an. Alles. Beispiel dazu, damit dein Köpfchen auch was hat hier zum Greifen. Unser Kopf, unser Denker, der will ja immer was zum Greifen haben. Wie ist das Haus entstanden, in dem du dich gerade befindest? Da war mal irgendjemand, vielleicht du selbst, aber wenn du es gekauft hast, fertig gekauft hast oder zur Miete wohnst, egal. Irgendjemand stand irgendwann mal vor diesem Grundstück, vor diesem leeren Grundstück, wo einfach nur Feld und Wiese war. Vielleicht war auch Wald da, keine Ahnung. Und hatte die Idee, da ein Haus entstehen zu lassen. Das heißt, diese Idee, es war erstmal ein Gedanke da. Das hat sich gut angefühlt. Dann ist derjenige, um es jetzt abzukürzen, zu einem Architekten gegangen, hat einen Plan entwerfen lassen. Und dann sind andere Menschen mit ins Spiel gekommen, die diesen Plan ausgeführt haben. Und so ist das Haus entstanden. Aber als allererstes war einfach mal der Gedanke da. Wenn du dich in deiner Wohnung jetzt umschaust und irgendein Möbelstück anschaust, bevor das entstehen konnte, hat irgendjemand eine Idee gehabt, das Möbelstück entstehen zu lassen. Das hat sich gut angefühlt, es ist ein Plan entstanden, der Plan wurde ausgeführt und so ist dieses Möbelstück entstanden. Okay? Also alles entsteht in unseren Gedanken erstmal. Mit unseren Gedanken erschaffen wir uns unsere Lebenswirklichkeit im Außen. Nichts und niemand anderes. Gedanken sind nicht nichts. Gedanken sind eine Form von Energie, die wir ständig empfangen und aussenden. Bislang vielleicht auf eine unbewusste Art und Weise, vielmehr auf eine Art und Weise des Gedachtwerdens. Und vieles von dem Kram, was es in uns denkt, im wahrsten Sinne des Wortes, sind im Grunde genommen nicht unsere eigenen Gedanken, sondern resultieren aus Prägungen, aus Themen, die wir irgendwann übernommen haben. Das ist halt so, das macht man halt so, wo wir Vorschriften entsprochen haben, wo wir Dinge übergestülpt bekommen haben und, und. Und so lassen wir uns denken oder denken zu einem großen Teil auch die Gedanken von anderen. Und dazu möchte ich dich jetzt einladen, zu beginnen, ab heute so zu denken, wie es dir selbst entspricht. Das heißt, deine eigenen Gedanken zu denken. Deine eigenen Gedanken zu denken. Und die Gedanken, die so unbewusst aufpoppen, seien es Existenzängste oder sei es so Gedanken, das funktioniert doch nicht oder keine Ahnung, was an irgendwelche Dinge anknüpft, die nicht wirklich deines sind, die nicht wirklich deiner Wahrheit, deiner Herzenswahrheit, deiner Seele entsprechen. Stell dir einfach vor, du brauchst mit denen nichts zu machen, außer allenfalls zu denken, ha, ist ja ein interessanter Gedanke, was da gerade aufpoppt, weiterziehen lassen. Und dann dir anzueignen, bewusst so zu denken, wie es deinen Gedanken aus deinem Herzen, aus deiner eigenen Wahrheit entspricht, damit du dich jetzt ab heute mehr und mehr auf den Weg zu deinem Herzen auch begeben kannst. Das klingt jetzt alles sehr, sehr simpel und einfach, aber das Denken ist im Grunde genommen das bewusste Denken, also so zu denken, wie es uns dorthin führt, wo wir wirklich hinwollen. Das ist im Grunde genommen eine der schwersten oder herausforderndsten Aufgaben, weil es geht darum, wirklich dran zu bleiben, immer und wieder sich anzueignen, bewusst so zu denken, wie es dich dorthin bringt, wie es deine eigenen Gedanken sind, wie es deiner eigenen Herzenswahrheit entspricht. Ich nenne das auch gerne so diese Pippi-Langstrumpf-Mentalität. Vielleicht hast du mich hier auch vor der Kamera schon mal gesehen mit Pippi-Langstrumpf-Perücke und Äffchen und dieser Brille da. Ja, Hedwig, es ist sehr schwierig umzusetzen. Es ist nicht einfach, im Prinzip ist es leicht. Das Thema ist das Dranbleiben, Beobachten und immer wieder sich darin zu üben, damit nicht in Resonanz zu gehen.
und immer mehr und mehr so zu denken, wie es deinem Herzen entspricht. Das wäre so meine Aufgabe, die ich dir mit auf den Weg gebe. Und vielleicht magst du dich jetzt, bevor du zu Bett gehst, es fängt ja alles irgendwo mal an. Alles Große entsteht erstmal irgendwo im Kleinen. Und damit du jetzt nicht so einen riesen Berg vor dir hast und denkst, boah, wie soll ich denn das jetzt alles hinkriegen? Und klar, das geht auch alles nur Schritt für Schritt. Also es wäre schön, wenn man so Format C auf der Festplatte machen könnte. Was heißt, es wäre schön? Ich weiß nicht, ob das dann auch so gut wäre. Könnten wir auch nicht mit umgehen. Aber alles Große entsteht erstmal im Kleinen. Und die ersten Schritte dahin, die sind einfach schon mal, der Weg ist das Ziel. Die ersten Schritte sind einfach die Schritte auf den Weg dahin, wo du wirklich hin möchtest. Okay? Und wie wäre es, wenn du jetzt mal so, ja, nimm mal so die fünf heftigsten Glaubenssätze nimmst, egal in welchem Bereich, sei es gesundheitlich, privat, beruflich, egal was. Die fünf heftigsten Glaubenssätze oder nicht förderlichen Gedanken, die dir tagsüber immer so durch den Kopf schwirren, sei es Existenzängste oder sei es, dass du zu wenig an dich glaubst oder was auch immer. Du weißt ja da selbst, was es für ein konstruktiven Kram in dir jeden Tag denkt. Nimm mal so die fünf heftigsten Gedanken, bring die mal jetzt zu Papier anschließend und formulier die mal um in förderliche Gedanken. Ich glaube fünf, wenn es dich überfordert, dann nimm einfach nur mal drei, ist auch okay. Oder nimm von mir aus lieber nur einen. Mach lieber nur einen als gar keinen. Ja, aber bitte setz um. Wenn du dich fit fühlst, nimm gerne fünf, je nachdem, wo du stehst, oder drei, oder nimm nur einen. Das, was dich am meisten tagsüber an Gedanken blockiert, was im Grunde genommen überhaupt nicht deinem wahren, großen Wesen entspricht, was es aber unbewusst immer in dir aufpoppt. Und formulier das mal um und beginn mal dann ab sofort, diesen Gedanken immer zu wandeln. Also wenn das aufpoppt, ich sag mal, wenn Existenzängste dich beschäftigen, nehmen wir mal das liebe Thema Geld, das beschäftigt, glaube ich, die meisten immer wieder. Wenn der Gedanke aufpoppt, ich habe zu wenig Geld oder so in der Richtung, nimm deinen eigenen Gedanken da, dass du sofort denkst, ah, ist ja ein interessanter Gedanke, ich habe zu wenig Geld. Ich habe immer das Geld zur Verfügung, was ich immer brauche. Oder für mich ist zu jeder Zeit gesorgt. Oder Geld fließt in großen Mengen aus allen Ecken und Kanten zu mir. Formulier den Gedanken so bitte mit deinen eigenen Worten um, wie er förderlich ist, wie er zu dir passt, wie er aus dir herausfließt. Und das wäre so deine Aufgabe, jetzt zu beginnen, förderlich zu denken. Okay? Vielleicht hast du das, was ich dir jetzt hier so weitergebe, auch schon mal irgendwo gehört. Also ich glaube, das ist nicht unbedingt was Neues für dich, aber es ist jetzt mal so ein Reminder nochmal an dich, dass wir alle uns mit unseren Gedanken unsere Realität im Außen erschaffen. Was für mich mal so ein Opener in der Richtung war, war der Film The Secret. Und vielleicht hast du den ja auch gesehen oder auch das Buch, kannst dich noch dran erinnern. Oder kannst dich auch vielleicht an Bob Proctor erinnern. Das ist ja so derjenige, der mit eine maßgebliche Rolle auch bei The Secret mitgespielt hat. Einer der Koryphäen in dem Bereich einfach, um Impulse zu setzen, wie wir wirklich langfristig anfangen, so zu denken, wie wir das wirklich aus dem Herzen, wie es unserer Wahrheit entspricht. Und vielleicht hast du heute hier gesehen in der Gruppe am Donnerstagabend, da fällt die Seelenfreude-Challenge hier um 21 Uhr aus, weil da habe ich um 20 Uhr mit der Sabrina hier ein Live-Webinar. Falls du es noch nicht gesehen hast, notierst dir bitte in deinem Kalender und sei am Donnerstag, also übermorgen schon um 20 Uhr live hier in der Gruppe, wenn ich hier mit der Sabrina zusammen live bin, weil sie hat sich von Bob Proctor ausbilden lassen. Und wird da ganz viele Tipps mit dir teilen, noch wie du es noch besser schaffst, einfach so zu denken,
wie es wirklich dir entspricht, deiner Herzenswahrheit. Okay, also das mal hier nur noch zwischendrin einfach mal bemerkt. Und deine Aufgabe für heute Abend wäre, hock dich jetzt mal hin noch, schenk dir diese 5 Minuten und schreib dir mal so die 3 bis maximal 5 blockierendsten Gedanken, die im Grunde gar nicht deine sind, die irgendwo aufpoppen, weil du irgendwo irgendwas mal übergestülpt bekommen hast, dich irgendwelchen Energien zur Verfügung gestellt hast, die in dein System reingekommen sind und wo du bis heute noch etwas denkst, was überhaupt nicht deins ist, was immer wieder aufpoppt. Und formulier das um und beginn so ab sofort diesen Gedanken zu denken. Und immer wenn du tagsüber merkst, beobachte dich bitte auch ab morgen. Ach, ist ja interessant, was es da jetzt wieder in mir denkt. Und dann denkst du diesen neuen Satz. Damit in deinem Gehirn, bitte bleib da dran, das geschieht alles nicht von heute auf morgen. Das kann sich nicht von heute auf morgen verfestigen. Weil schau mal, je nachdem, wie jung du bist, wie lebenserfahren du bist, wie viele Jahre denkst du schon an anderen Kram, ich nenne es jetzt mal bewusst Kram, der dich dorthin gebracht hat, wo du jetzt stehst, wo du eigentlich gar nicht stehen möchtest. Und jetzt löse dich bitte von der Erwartung, dass jetzt in 3 Tagen alles anders ist. Also es gilt dranbleiben. Und deshalb ist das genau das Thema, wo so viele Menschen scheitern. Die machen es dann 2, 3 Mal, 2, 3 Tage oder 2, 3 Mal am Tag, sehen nicht sofort Resultate im Außen und dann erzählen wir uns mit unseren süßen Köpfchen nochmal, bei mir funktioniert das nicht. Ja? Also, nochmal zum Bewusstmachen, mit deinen Gedanken und nichts und niemand anderes erschaffst du dir deine Lebenswirklichkeit im Außen. Deshalb umformulieren jetzt die 3 bis 5, maximal 5 heftigsten Gedanken, damit du mal einen Anhaltspunkt hier irgendwo hast, damit du mal einen Anfang hast. Versuche nicht den ganzen Berg jetzt schon zur Seite zu rücken. Und dann beginne ab morgen, immer wenn dieser nicht förderliche Kram aufkommt, dieser Gedanke, sofort zu denken, ah, ist ja ein interessanter Gedanke, weg damit und ersetze ihn sofort mit diesem neuen förderlichen Gedanken. Okay? Also, ihr Lieben, schreibt mir doch gerne mal auch rein, wie wertvoll dieser Impuls für euch war und welche Erfahrungen ihr damit habt, sowohl von heute als auch von morgen. Ich freue mich auf den Austausch hier. Lasst uns da gerne miteinander auch austauschen. Das muss ja nicht unbedingt so sein, dass ich hier nur alleine vor der Kamera was von mir gebe. Schreibt es mir gerne ins Kommentarfeld rein. Oder wenn ihr noch Wünsche und Anregungen und Gedanken habt, wo ihr gerne auch im Hinblick auf Seelenfreude noch Impulse zu braucht, schreibt mir auch das gerne rein. Ich gehe da sehr gerne drauf ein. Also mir geht es darum, dass ich dich hier während diesen 2 Wochen hier auch wirklich erreiche. Natürlich habe ich so einige Dinge in meinem Köpfchen, wo ich weiß, dass dir das weiterhilft, aber teil mir gerne hier im Kommentarfeld auch mit, was dich so beschäftigt noch, wo du denkst, ah, das ist jetzt wirklich eine Hürde, da komme ich nicht drüber. Oder in dem Bereich braucht meine Seele, mein Herz noch ein paar Impulse. Ich gehe da sehr, sehr gerne drauf ein, ja? Damit du wirklich ganz, ganz viel rausnimmst aus diesen 2 Wochen hier, dieser Seelenfreude-Challenge, jeden Tag auf ein neues. Okay? Alles Liebe, ganz liebe Umarmung. Wir sehen uns morgen nochmal. Hab ein wunderbares Nächtle und jetzt Blatt Papier holen und notieren und umformulieren. Okay, bis dahin. Ciao, ciao.